Hallo und herzlich willkommen bei diesem World of Warships Leak, würde ich jetzt mal wieder das Ganze betiteln. Und zwar ist ja bekanntermaßen die Apecho-Aufträge mittlerweile im Spiel integriert. Dabei könnt ihr euch hier die Miyoko anschauen, die ihr auch schon mal bei mir gesehen habt. Oder auch die ARP Kongo. Das ist nichts Neues, die kennt man schon. Also von dem her, da denkt ihr euch, was will uns der Karamba denn jetzt da mal sagen? Aber viel spannender ist, im Client gibt es schon die anderen Kongos. Und zwar die ARP Haruna, die ARP Hii, keine Ahnung, wie man die ausspricht, und die ARP Kirishima. Und besonders die Haruna und die Kirishima schauen am coolsten aus, deswegen zeige ich euch die danach. Also wir fangen mit der Hii an. Ja, also ein bisschen rot, bisschen die Ornamente. Natürlich, alles die gleiche Kongo. Also die Daten, da brauche ich nicht großartig drauf eingehen, weil die verändern sich nicht. Also da braucht ihr jetzt nicht denken, ich halte euch irgendwas vor, weil die sind von allen Schiffen exakt gleich. Also da ist keinerlei Unterschied. Kurz über die Bewaffnung gegangen, das mögen die Leute. So, allerdings, wie gesagt, das war jetzt schon nicht schlecht, aber cooler schaut die Haruna aus. Und ich finde, das Gelb mit den gelben Ornamenten, das kommt mal richtig Sahne. Also das gefällt mir äußerst gut. Also da ist, glaube ich, auf jeden Fall was dabei. Und ich muss sagen, je häufiger ich diese Schiffe sehe, desto cooler finde ich sie. Anfangs war ich sehr, sehr skeptisch. Aber in Anbetracht dessen, dass man sie ja sich nicht anzeigen lassen muss, sondern dass man sich halt einfach dann in einen anderen Hafen schwingt und dann eine normale Kongo gegen sich hat, finde ich gut gelöst. So. Und last but not least die Kirishima. Auch die kommt sehr geil, gerade mit diesen schwarzen Aufbauten, den grünen Türmen. Also, da kommt die Kongo sehr gut rüber. Da gefällt sie mir wirklich außerordentlich. Ansonsten ist in der Version im Client keine neuen Schiffe gesichtet worden, also das die einzigen. Deswegen war es das schon. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem kleinen Leak-Video zugeschaut habt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.